Hallo ihr Buchverrückte und Schreiberlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch all die Folgebände zeigen, die ich auf meinem physischen und auf meinem E-Book-Sub habe, passend zum Sequel September. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe ja für mich selbst und für alle, die mitmachen wollen, in diesem Monat im September den Sequel September ausgerufen. Sprich, ich habe mir vorgenommen, nur bzw. hauptsächlich Folgebände, also Sequels im Englischen, zu lesen. Und dafür habe ich mir mal meine Regale genauer angeguckt und geschaut, wie viele Sequels habe ich denn jetzt eigentlich wirklich noch in den Regalen, die ich diesen Monat potenziell angehen könnte. Ich habe natürlich auch eine feste Leseliste, zu der wir gleich noch kommen und ich auch nochmal hier oben verlinken werde. Aber es gibt ja auch noch durchaus ein paar mehr Optionen, die ich mir vornehmen könnte, auf die ich vielleicht Lust hätte. Und welche das sein könnten, das will ich euch heute im heutigen Video zeigen. Ich habe dabei überraschenderweise nur 14 Folgebände, die ich physisch im Regal stehen habe, also physisch auf dem Sub habe. Und auch nochmal 5 Folgebände, die auf meinem Kindle darauf warten, von mir gelesen zu werden. Also die ich auch wirklich gekauft habe, besitze jetzt Kindle Unlimited mal ein bisschen ausgeschlossen. Da gibt es ja auch noch einiges an Optionen, aber weil ich die in dem Sinne nicht besitze, habe ich die jetzt mal in diesem Video nicht mit aufgenommen. Und es sind nur so wenige, oder in Anführungsstrichen nur so wenige, weil ich ja seit ein paar Jahren nach der Prämisse lebe und auch Bücher kaufe, dass ich eigentlich keine Folgebände einziehen lassen will und wollte, wenn ich nicht den ersten Band mindestens gelesen habe. Deswegen habe ich halt auch wirklich sehr, sehr viele erste Bände im Regal stehen oder auch ein paar Einzelbände durchaus. Da habe ich mich in den letzten Jahren gut dran gehalten. Es hat mir die letzten Jahre gut geholfen. Bei dieser Challenge macht es vielleicht alles ein klitzekleines bisschen schwieriger, weil das die Auswahl so ein bisschen eingrenzt. Aber andererseits ist es ja auch gut, weil es beim Superbau potenziell helfen könnte. Habt ihr diese Regel auch oder kennt ihr das oder habt ihr euch so viele Folgebände gekauft und angeschafft, dass das Regal davon irgendwie überquillt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, ich werde damit auch weiter so verfahren, jetzt im Folgenden, dass ich dabei bleibe, dass ich die ersten Bände erst lesen will und dann die Folgebände kaufe. Und jetzt diesem Jahr werden ja wahrscheinlich sowieso relativ wenig neue Bücher bei mir einziehen, was es dann wieder ein bisschen komplizierter macht, weil ich halt hauptsächlich erste Bände habe und wenn mir die ersten Bände gut gefallen, natürlich auch die Folgebände haben. Aber das ist ein Problem, mit dem beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Heute geht es erstmal um die Folgebände, die Sequels aus meinen Regalen und von meinem Kindle. Und wir starten, wie gesagt, mal mit den Folgebänden, die ich auch auf der Leseliste für September drauf habe, sprich die Folgebände, die diesen Monat meine Priorität sein sollten. Ob sie das auch wirklich sind, wir werden sehen. Wir werden sehen, ich bin schon ein bisschen davon abgewichen, deswegen kommen wir dazu. Aber das erste Sequel, der erste Folgeband ist hier Namesake von Adrian Young. Das ist der zweite Band der Fable-Dilogie. Fable habe ich, glaube letztes Jahr im Sommer irgendwann gelesen und musste danach direkt den zweiten Band haben, weil Fable mir so gut gefallen hat. Das ist ja eine vom Meer und vom Handel auf den Meeren inspirierte Jugendbuch-Fantasy-Geschichte. Eigentlich nur eine Dilogie. Inzwischen gibt es auch noch 2 Bücher mehr, also einmal einen Folgeband, der aber nicht mehr denselben Charakteren folgt, nur in derselben Welt spielt, und einmal einen Prequel, der sich mit der Vorgeschichte dieser Geschichte quasi befasst. Ich liebe dieses Cover übrigens sehr. Und die Folge unserer Protagonistin Fable, die von ihrem Vater auf eine Insel voller Verbrecher ausgesetzt wurde und die jetzt alles daran setzt, zu ihm zurückzukehren, um ihren Platz in seinem Handelsimperium einzunehmen. Also super spannend, super cool, düster, wenig magisch, aber unglaublich, unglaublich atmosphärisch. Ach so, und weil wir so viele Bücher haben, durch die wir durchkommen müssen, versuche ich das auch möglichst kurz zu halten mit den Inhaltsangaben. Und wo wir bei atmosphärisch gerade waren, das passt auch zum nächsten Folgeband sehr, sehr gut, denn das ist Bone Crier's Dawn von Catherine Purdy. Das ist der zweite Band der Bone Graces-Dilogie, also auch wieder hier nur eine zweibändige Reihe. Band 1 habe ich jetzt, ich glaube, es ist schon wieder 2 Jahre her, auch da im Sommer gelesen. Ich glaube sogar im selben Monat wie Fable damals. Fable war letztes Jahr. Dann war Bonfires Moon vor 2 Jahren. Und in diesem Buch, in dieser Reihe, geht es um eine Reihe, um einen Clan von Frauen, deren Aufgabe, Lebensmission es ist, die Seelen der Toten in die nächste Welt zu schiffen. Quasi in, was bei uns quasi Himmel und Hölle wäre, dem Pendant in dieser Welt. Dafür müssen sie aber vorab einige Aufgaben bestehen, um diese Fähigkeiten dazu
zu erhalten. Und eine dieser Aufgaben und die letzte dieser Aufgaben ist es eben, ihre große Liebe herbeizulocken und zu töten. Und wir folgen jetzt der Tochter einer Matriarchin, einer Bonecrier, ihrer besten Freundin und dem Sohn eines Seelenverwandten einer Bonecrier, der von einer Bonecrier getötet wurde. Und die drei befinden sich auf Kollisionskurs und es ist auch gleichzeitig eine Enemies to Lovers Liebesgeschichte, düster, romantisch, magisch und auch hier wieder sehr atmosphärisch. Dann fasse ich die nächsten beiden Bücher mal zusammen, weil sie zur selben Reihe gehören. Und zwar Legendary von Stephanie Garber und Finale von Stephanie Garber, dem zweiten und dritten Band der Caraval-Trilogie. Band 2 steht ja definitiv auf der Leseliste für diesen Monat. Band 3, mal schauen, wie ich so drauf bin. Vielleicht schaffe ich den auch noch direkt und ich packe die mal irgendwie so zusammen. Ja, so ist gut. In dieser Reihe folgen wir ja zwei Schwestern, deren Lebenstraum schon immer war, zu diesem magischen Spielort Karneval Caraval eingeladen zu werden. Auch vor allen Dingen um ihrem nicht ganz so rosigen Leben bei ihrem gewalttätigen, kontrollierenden Vater zu entkommen. Dann geschieht das Unglaubliche und sie erhalten eben diese Einladung. Doch auf dem Weg zu Caraval, zu dem Ort, an dem Caraval stattfindet, verschwindet die eine Schwester. Und die andere muss sich jetzt dem Spiel stellen, daran teilnehmen, um zu ihrer Schwester zu gelangen und deckt dabei allerlei Geheimnisse, Irrungen, Wirrungen und Verschwörungen potenziell auch auf. Und das Ganze setzt sich dann in Band 2 und 3 fort. Ich bin hier schon sehr gespannt. Das ist tatsächlich eine sehr magische, verspielt geschriebene Geschichte. Das ist immer so ein bisschen dieses Whimsical, was ja im Englischen dieses Wort verspielt auch so ein bisschen umfasst. Aber ich finde das Wort Whimsical einfach schön, weil das Wort selber auch so magisch verspielt klingt. Und ja, ist irgendwie eine Geschichte, für die man auch in Stimmung sein muss. Ich hoffe, ich bin es diesen Monat. Aber ich liebe auch hier die Cover und ich fand Caraval ja damals echt auch wirklich faszinierend und hoffe, dass sich ja meine Begeisterung in Band 2 und 3 fortsetzen kann. Und dann habe ich diesen Monat auch noch den einzigen ja, New Adult Romance Folgeband, den ich im Regal habe, auf dieser Leseliste, einfach um diese ganze Fantasy mal so ein bisschen aufzubrechen. Und das ist The Ivy Years, was wir verbergen, von Serena Bowen, dem zweiten Band der Ivy Years, ja, College Sports Romance Reihe der Autorin. Ich liebe College Sports Romances, besonders wenn es auch noch um Hockey geht, worum es hier auch geht. Und wir folgen, ja, was war das? Scarlett Crowley und Bridger McCauley. Und zwischen den beiden besteht schon vom ersten Treffen eine starke Anziehung, doch beide haben so ihre Geheimnisse, die ja, ihr Glück bedrohen, die eine Beziehung zwischen den beiden erschwert und die dann am Ende auch potenziell ihre aufkeimende Liebe bedrohen könnte. Ist es sehr vage, aber ich muss eigentlich auch nicht viel wissen, um hier reinzugehen. Ich fand Band 1 schon echt süß. Ich hatte so ein paar Probleme mit den Tropes, die darin vorkamen. Aber ich habe große Hoffnungen eben dafür, dass sich das hier langsam so ein bisschen einpendelt, dass die Charaktere mich begeistern können. Der Schreibstil von Serena Bowen kann das definitiv. Und wie gesagt, die beste Möglichkeit, um die ganze Fantasy mal so ein bisschen aufzubrechen. Und tatsächlich auch den letzten Romance New Adult Folgeband aus meinen Regalen noch zu befreien. Dann kommen wir zu dem Buch, mit dem ich meine Leseliste mal so ein bisschen über den Haufen geworfen habe, ein bisschen von der abgewichen bin. Und zwar habe ich mir als allererstes Buch in diesem Monat Gebieterin der Dunkelheit von Lara Adrian vorgenommen. Das ist ein Paranormal Romance Buch, Band 4 einer Reihe. Ich habe den ersten vor Jahren mal gelesen, die Reihe aber nie fortgeführt und auch nie im Regal gesammelt. Ich bin aber aufgrund eines Tauschpakets mit der lieben Tanja von Schrankenschwebes Bücherstapel wieder in den Besitz dieses Buches gekommen und war jetzt irgendwie doch gespannt, es auch mal auszuprobieren. Es geht um Vampire, um eine Reporterin, die einem uralten Geheimnis auf die Spur kommt und dann den Vampirkrieger, der so ein bisschen auf sie angesetzt wird, um sie vielleicht von dieser Spur abzubringen, vielleicht zu beschützen und die beiden verlieben sich. Ich weiß jetzt nicht so richtig viel. Ich muss aber auch nicht so richtig viel wissen. Ich mag einfach Paranormal Romance sehr, sehr gerne. Bei der von Lara Adrian stört mich immer so ein bisschen, dass die Vampire quasi Außerirdische sind. Das ist immer so ein Fakt, um den, ja, es ist, ja, gut. Lassen wir das. Das ist immer so ein bisschen, für mich so ein bisschen Mindfuck, weil Paranormal Romance für mich halt eher Richtung Fantasy geht und nicht in Richtung Sci-Fi und Aliens sind für mich Sci-Fi. Deswegen habe ich da so ein bisschen eine Schere im Kopf. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine Geschichte, die sehr unterhaltsam ist, die mich begeistern kann. Ich bin jetzt hier gerade angefangen, aber ich glaube schon, dass ich da ziemlich schnell durchfliegen kann und deswegen ist es auch ein Buch, was nicht mehr lange unter den Folgebänden auf meinem Sub sein wird. Aber bis jetzt ist es zumindest noch da.
Dann kommen wir zur größeren nächsten, sagen wir mal, Kategorie an Büchern, nämlich Bücher, Folgebände, die ich mir ziemlich sicher spätestens im Oktober vornehmen werde. Einfach, weil ich sie mir für dort aufgehoben habe. Der erste Band ist Before the Devil Breaks You und dann das nächste Buch The King of Crows von Libba Bray, Band 3 und 4, die letzten beiden Bände der Die Weihnachtsreihe von Libba Bray hier in den Fairly Special Editions. Ich liebe sie und ich fand Band 1 und 2, als ich sie damals gelesen habe, auch mega gut. Die sind gruselig, atmosphärisch auch hier wieder, irgendwie mystisch, düster, gleichzeitig divers und spannend, mitreißend mit komplexen, vielschichtigen Charakteren, denen man einfach gerne folgt, die man auch manchmal nicht unbedingt mag, die man manchmal auch vielleicht verurteilt für das, was sie tun, aber am Ende fühlt man doch immer wieder mit ihnen mit. Und eine ganz, ganz tolle Reihe, die im New York der 1920er Jahre spielt und damit irgendwie so historisches Setting, historische Probleme, die wir heutzutage auch in unserer eigenen Gesellschaft wiederfinden, mit Magie, dem Okkulten, Geistern und Dämonen verbinden. Also ganz, ganz toll. Die Reihe ist leider nicht weiter übersetzt worden, also zumindest Band 3 und 4 gibt es leider nicht auf Deutsch bisher. Vielleicht kommt das ja noch, ich hoffe es sehr. Aber Band 1 und 2 kann ich absolut empfehlen, besonders auch die Hörbücher, weil die Bücher sind ja jetzt nicht gerade dünn. Aber ich liebe sie sehr und die werde ich mir definitiv im Oktober spätestens vornehmen, weil ich will diese Reihe einfach beenden und ach, sie ist einfach so gut. Ebenfalls ziemlich düster und perfekt für den Oktober ist auch Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco, der zweite Band der Stalking Jack the Ripper Reihe. Stalking Jack the Ripper, den ersten Band, habe ich letztes Jahr im Oktober gelesen und es hat mich wirklich auch gegruselt. Auch das ist eine historische Geschichte, jetzt nicht unbedingt Fantasy, auch wenn der Titel Dracula das vielleicht vermuten ließ. Der erste Band war jetzt so, ja, historisch, thrillermäßig angehaucht. Es ging eben um Jack the Ripper, wer Jack the Ripper ist, um seine Morde und unsere Protagonistin Audrey Rose ist eben eine Frau, die sich mit den forensischen Wissenschaften beschäftigt und dort eigentlich auch in dem Bereich studieren will, was natürlich in der Zeit, in der das spielt, ich glaube im 19. Jahrhundert, ja, ziemlich sicher, nicht so einfach ist, aber sie wird irgendwie in diese Ermittlung um Jack the Ripper hineingerissen und löst das Rätsel am Ende tatsächlich auch. Und hier wandert sie dann jetzt eben nach Transsilvanien und sieht sich mit dem Mysterium von Vlad oder auch Dracula konfrontiert. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß jetzt schon, dass mich das extrem gruseln wird, denn das ist so ziemlich hart an der Grenze, besonders auch mit den Abbildungen, die sich da drin befinden, mit den Details von Autopsien und all diesem Kram. Aber was gibt es Besseres, als sich im Oktober selbst auch mal so ein bisschen zum Schauern zu bringen? Und dafür ist dieses Buch, glaube ich, auch ziemlich sicher perfekt und ich freue mich da sehr drauf und freue mich darauf, das ganz, ganz bald vom Sub zu befreien. Und dann haben wir nochmal Carrie Maniscalco hier, nämlich mit Kingdom of the Cursed, dem zweiten Band ihrer Kingdom of the Wicked Trilogie, die es ja werden soll. Der erste Band ist jetzt gerade auf Deutsch erschienen. Band 2 erscheint auch ganz, ganz bald. Ich glaube jetzt auch im September tatsächlich oder ist gerade im September schon auch auf Deutsch erschienen. Und Kingdom of the Wicked habe ich letztes Jahr im Sommer gelesen, ich glaube. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war auch düster, wieder atmosphärisch, eine historisch angehauchte Fantasy-Geschichte, bei der wir zwei Hexenschwestern, Zwillingsschwestern folgen, im Sizilien einer unbestimmten Vergangenheit. Und als ja, die eine ihre Zwillingsschwester aufs Brausamste ermordet vorfindet, schwört sie Rache und bei ihrer Suche nach Rache begegnet ihr ausgerechnet einer der Höllenprinzen, der entweder in dieses Verbrechen verstrickt ist oder ja, potenziell ihr auch helfen kann, aber es steckt dann doch noch ein bisschen mehr dahinter. Und teuflische Kräfte sind am Werk und ist die Frage, ob unsere Protagonistin durchschauen kann, wer welches Motiv hat, ob sie den Mord an ihrer Schwester aufklären kann und ja, noch viel, viel mehr. Ich will da eigentlich gar nicht zu viel verraten, weil das eigentlich der Spaß der Geschichte auch ist, da einzutauchen und das selbst für sich zu entdecken. Und dieser zweite Band soll dann nochmal viel besser werden, denn aufgrund eines ja, Szenenwechsels und kommt es auch zu einem Stimmungswechsel. Das Ganze wird nochmal wieder eine Nummer düster, als Band 1 schon war. Das Ganze wird eine Nummer sexier. Das geht jetzt schon eher in Richtung New Adult, wo Band 1 eher noch Jugendbuch, Young Adult war. Und da freue ich mich extrem drauf. Besonders auch, weil ja dann die aufkommende Romance darin ein bisschen Feuer und Fahrt aufnimmt. Vorletzte physische Bücher ist wieder eine ganze Reihe, bei dem ich quasi nur Band 1 gelesen habe. Und nachdem ich Band 1
wirklich, wirklich gerne mochte, durfte auch der Rest der Reihe bei mir einziehen. Eine Reihe von Märchen, Neuerzählungen, die man, ich glaube, potenziell auch unabhängig voneinander lesen könnte, weil es alles Companion-Bücher sind, die nur in derselben Welt spielen. Aber ich habe sie trotzdem als Reihe jetzt mal hier mit aufgenommen. Das erste Buch ist The Wish Granter von C.J. Redwine. Es ist eine Rumpelstilzchen-Neuerzählung. Dann The Trader Prince von C.J. Redwine. Das ist ein Prinz und der Bettelknabe Neuerzählung, Retelling. Und schließlich noch The Blood Spell. Das ist eine Neuinterpretation, Neuerzählung der Geschichte von Cinderella. Und ich liebe dieses Cover, ich liebe diese ganzen Cover. Ich finde die einfach wunderschön. Und all diese Geschichten sind einfach düstere, manchmal ziemlich abgefuckte Retellings, Märchenneuerzählungen, die die ursprünglichen Motive nehmen, die ziemlich auf den Kopf stellen oder denen ziemlich, ziemlich düsteren, grausigen Spin geben und denen eine Fantasy-Welt quasi spielen lassen. Das spielt, glaube ich, jedes Buch spielt in einem anderen Land. Die sind aber alle in dieser größeren Ravenspire-Welt enthalten. Gibt hier auch eine schöne Karte, genau, ist immer bei allen Büchern im Schutzumschlag mit drin. Und all diese Bücher spielen eben in unterschiedlichen Ländern auf dieser Karte. Und ich weiß nicht, inwieweit dann Charaktere aus den Büchern einander begegnen oder wie weit die eine Rolle spielen in den kommenden Bänden. Also muss ich sie erstmal lesen. Aber ich bin gespannt, denn ich liebe ja Retellings. Und ja, Band 1, was ein düsteres Schneewittchen-Retelling war, war einfach auch schon mal Chefskiss, richtig, richtig gut. Der letzte physische Folgeband, das letzte physische Sequel aus meinen Regalen, wird ja nicht so unbedingt in absehbarer Zukunft von mir gelesen werden, denn da warte ich einfach noch auf Band 3, der dann die Trilogie vervollständigt und dann muss ich wahrscheinlich auch nochmal Band 1 rereaden, um mir dann Band 2 vorzunehmen und dann, wenn Band 3 endlich rauskommt, auch das zu lesen. Es ist Rage von Cora Carmack, der zweite Band der Stormheart-Trilogie. Die gute Nachricht ist, die Autorin schreibt endlich wieder an Rain, dem dritten und finalen Band. Sie hatte ja aufgrund von gesundheitlichen Problemen lange pausieren müssen. Dann kam es ja zur Pandemie, da ist dann ja ihr Publisher, ihr Verleger, Verlag, ich glaube, mit dem anderen verschmolzen. Oder ihre Lektorin ist irgendwie auch aus dem Verlagshaus ausgeschieden. Da gab es auf jeden Fall einiges an Problemen. Das Buch ist aber weiterhin aufgenommen bei einem Verlag, wird erscheinen. Die Autorin muss es nur eben erst zu Ende schreiben, sie arbeitet wieder daran, aber wann genau es fertig wird, wann es jetzt erscheint, ist immer noch unklar. Vielleicht ja irgendwann im nächsten Jahr, man weiß es nicht so genau. Ich habe aber auf jeden Fall Band 2 hier, ich freue mich da mega drauf und ich habe Stormheart, bzw. so den ersten Band Roar, richtig geliebt. So tolle Romantic Fantasy um eine junge Prinzessin, die vor ihrer Ehe, ihrer arrangierten Ehe flieht. Und auch um zu verstecken, dass sie eigentlich nicht die Magie hat, die sie haben sollte, nämlich die Magie, Stürme zu kontrollieren. Also in ihrer Welt, die von wütenden Stürmen bedroht ist, eigentlich überlebenswichtig für ihr Volk ist. Und sie schließt sich einer Gruppe von Sturmjägern an, verliebt sich dort in den Leiter dieser Truppe, ist aber immer so ein bisschen zerrissen zwischen ihrer Verantwortung für ihr Volk und ihrer neuen Liebe. Und großartig, sehr innovativ mit diesen Stürmen, was es da auf sich hat. Es gibt eine dunkle Bedrohung, die so schon mal im ersten Band unterschwellig angeklungen ist. Und ich freue mich eigentlich auf alles, was irgendwie Rage auch bringt. Aber wie gesagt, ich will es mir nicht antun, bevor nicht Rain auch erschienen ist und ich die Reihe dann bingen kann. Und dann habe ich, wie gesagt, noch 5 Folgebände auf dem Kindle, die von Reihen sind, die ich schon angefangen habe. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe auch ein paar komplette Reihen irgendwie auf dem Kindle, aber die zähle ich jetzt einfach noch nicht, weil ich eben die Reihen noch gar nicht angefangen habe. Deswegen nur die 5 von Reihen, die ich potenziell schon angefangen habe, zumindest im entferntesten Sinne bei dem einen. Und das erste Buch ist Ruby Fever von Ilona Andrews. Es ist gerade Ende August erschienen und ich bin so, so gespannt darauf, es zu lesen. Das wird auch im September ziemlich sicher noch passieren. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, weil gerade viel los war. Und ich liebe ja einfach diese Reihe, die Hidden Legacies. Dieses Buch ist übrigens auf Deutsch jetzt auch gerade am 1. September erschienen. Also für alle Fans der Reihe, die können es jetzt auch lesen. Diese Reihe spielt ja in einer Welt, die unserer sehr ähnlich ist, in der es aber Magie gibt. Und Magie quasi das Machtmittel schlechthin ist. Es ist nicht Geld, es ist nicht politischer Einfluss, sondern eben wie viel Magie in einer Familie steckt, die bestimmt, wie mächtig und wie viel Einfluss sie eigentlich ja, auf die Gesellschaft, auf die Welt hat. Und wir folgen in der ersten Trilogie unserer Protagonistin Nevada Baylor, die ja die Privatdetektei ihrer Familie führt, zusammen
mit ihrer Mutter, ihrer Großmutter und ihren jüngeren Schwestern. Und sie hat eine magische Gabe, die sie allerdings von der Welt versteckt hält. So lange, bis sie einen Auftrag bekommt, der weit über ihrer Gehaltsklasse ist und der sie direkt auf Kollisionskurs mit dem Kriegshelden Connor Matt Rogan führt. Und oh Gott, ich liebe die beiden und das ist einfach so gut gewesen. Diese erste Trilogie war mega genial. In dieser zweiten Trilogie, zu der das jetzt quasi der Abschlussband ist, folgen wir dann Jan Nevadas Schwester Catalina und ihrer Liebesgeschichte und ihren Abenteuern mit Alessandro, was es damit so auf sich hat. Also ich liebe diese Reihe. Wer auf Paranormal Romance steht, dem kann ich diese Reihe nur ans Herz legen. Absolut cool, innovativ, einfach faszinierend, spannend geschrieben und auch noch sehr romantisch. Also was will man mehr? Und auch hier haben wir noch ein zweites Mal Elona Andrews mit einer anderen Reihe, nämlich ihren Innkeeper Chronicles. Die habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen und ich habe mir das Bundle der ersten drei Bände, quasi dieser ersten Trilogie geholt, die auf Deutsch auch als Dina-Trilogie, Dina die Hüterin oder sowas, erschienen ist. Und da fehlen mir eben noch zwei Bände, und zwar Band 2 Sweep in Peace und Band 3 One Fell Sweep, die ich mir unbedingt vornehmen muss. Es geht hier um eine junge Hexe, die ein magisches Gasthaus führt, das gleichzeitig auch ein intergalaktischer Treffpunkt ist, was sie eben in allerlei mögliche und unmögliche Situationen führt und in allerlei mögliche Abenteuer stürzt, eben auch durchs ganze Universum hindurch. Sie trifft auch auf Vampire, auf Werwölfe, auf Aliens jeglicher Art und es ist einfach ein großer Spaß, zumindest war es bei Band 1 schon so. Auf Band 2 und 3 bin ich jetzt auf jeden Fall noch gespannt. Dann haben wir ein Buch, von dem ich eigentlich so gut wie fast gar nichts weiß, außer zu welcher Reihe es gehört, und das ist Brooklynaire von Serena Bowen. Es ist irgendein Buch in ihren Brooklyn Bruisers, die ja dann die Nachfolge der Ivies sind, und weil ich die Ivies schon angefangen habe, nehme ich das mal mit auf. Das habe ich mal als Kindle-Deal für 9 Euro bekommen und ich dachte mir, gut, nimmst du mal mit, wenn du dann irgendwann so weit bist, bei dieser Reihe angekommen zu sein und bei diesem Buch angekommen zu sein, dann hast du es schon mal und musst es dir nicht nochmal auf anderem Wege kaufen. Also wahrscheinlich würde ich mir die deutschen Ausgaben, wenn mir die Reihe gefällt, auch doch zulegen, weil sie einfach so wunderschön sind und eben mit den Ivies auch super gut zusammenpassen. Auf jeden Fall ist das hier auch eine Hockey-Sports-Romance, die nicht mehr am College spielt, sondern in New York irgendwo. Und ich glaube sogar, bei dem geht es hier um den Besitzer des Eishockey-Teams. Aber viel mehr weiß ich auch nicht, dass ich es gekauft habe, ist auch schon eine Weile her. Und ich müsste da wirklich auch mal Fortschritt drin machen. Aber das ist dann vielleicht so eine Maßnahme fürs nächste Jahr. Und als nächstes haben wir noch einen Paranormal Thriller, beziehungsweise eine Paranormal Thriller Romance Geschichte, die auch schon ewig auf meinem Kindle darauf wartet, von mir gelesen zu werden. Und zwar Cold Touch von Leslie A. Kelly. Ich habe den ersten Band, ich glaube Cold Sight, vor 3, 4, 5 Jahren gelesen. Das war mal so ein Bundle, auch die ersten beiden Bände zusammen, auch glaube ich für wenig bis kein Geld. Und ich habe sie auf Empfehlung von Nalini Singh damals einziehen lassen. Band 1 war auch schon wirklich spannend, mitreißend, teilweise auch schon echt gruselig, aber war was man gut und schnell lesen konnte. Zu Band 2 bin ich jetzt aber noch nie gekommen, deswegen weiß ich auch noch nicht, worum es darin geht. Ich weiß nur, dass es um eine andere Ermittlerin geht, als um den Ermittler, den es in Band 1 gab. Und ich weiß auch, dass es den Romance gibt, genauso wie in Band 1. Aber was die Romance ist, was das Mysterium, der Kriminalfall ist, der da untersucht wird, I don't know, I don't care. Das ist vielleicht so ein Buch, was ich mir jetzt nochmal im September, Oktober, November mal vornehmen sollte. Auf jeden Fall eine düstere Jahreszeit. Aber bisher, ich gebe es zu, habe ich immer fast vergessen, dass ich es noch auf dem Kindle hatte, bis ich da mal wieder nachgeguckt habe. Und das sind sie, alle meine Folgebände, die sich quasi in meinem Besitz befinden, ob es das jetzt physisch im Regal ist oder auf meinem Kindle. Ich habe also doch einiges an Auswahl für den Sequel September. Wie viel davon ich jetzt im September schaffe abzubauen, werden wir sehen. Wie gesagt, der September ist ein Monat, der ziemlich vollgepackt ist, aber ich versuche trotzdem so viel wie möglich davon zu lesen. Allen voran die Bücher, die auf meiner Leseliste sind, zu priorisieren. Dann eben noch Gebiete der Dunkelheit zu beenden. Und vielleicht schaffe ich sie auch den ein oder anderen Kindle-Titel dann noch aus seinem Grab zu befreien. Besonders weil ja auch einige einfach zur Jahreszeit, zur Stimmung, die jetzt aufkommt, gut passen. Beratet mir gerne in die Kommentare, wie viele Folgebände sich dann bei euch so in den Regalen befinden. Habt ihr da auch einen Überblick oder traut ihr euch vielleicht gar nicht, danach zu gucken? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart, und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!